Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Alan Wake 2. So, wir begeben uns in den Keller. Oh Mann, es geht sogar noch tiefer runter. Nein. Ach. Gut, die Karte haben wir schon. Okay. Irgendeine Attrappe. Und tiefe Dunkelheit. Was hat das zu bedeuten? Na gut. Oh Mann, ich hoffe, wir bekommen noch mal ein paar Waffen hier. Das ist Schreibtisch. Jetzt erstmal alles durcheinander machen. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hat der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Oh. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Aha. Lichtwechsel aktiv. Das ist ja mal cool. Wir aktivieren verschiedene Versionen, um durchzukommen. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal richtig cool gemacht. Also der zweite Teil hat den ersten Teil wirklich übertroffen. Die haben das Wissen von heute, was auch das Spielkonzept betrifft, haben die einfach wirklich verbessert. Das ist selten sowas heutzutage. Ein Spiel, was dich mitreißt, was von der ersten Sekunde an einfach spannend ist, wo du einfach wirklich es kaum erwarten kannst, bis es weitergeht. Also der erste Teil war zu seiner Zeit schon so. Und der zweite jetzt auch. Das ist ja mal ein Ding, ey. Den Spaß seines Lebens. Ah. Hab ich hier irgendwas Besonderes? Nee. Okay, aber ich denke, wir sind hier mehr oder weniger auf dem Holzweg. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Eine weitere Woge der Lampe. Wir müssen hier irgendwie... Moment mal. Das
Ding ist hier zu. Ah, ich muss da rüber. Ah, okay. Warte mal, wir probieren mal, würde ich sagen, die Abkürzung bei dem Hausmeister. Ja, na klasse. Das ist die Abkürzung vom Hausmeister, hat alles zugestellt. Mensch. Na gut, da bleibt uns keine andere Wahl, ne? Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommen wir woanders raus. Oder? Nee. Haben wir ja nichts weiter. Na komm schon. Ein Ausgang. Hip, hip, hurra. Ja, ich verstehe, ich muss das dann hier uns. Wir müssen das dann hier uns zum Nutzer machen. Was sind wir denn hier? Abkürzung im Erdgeschoss. Und das ist hier auf den Ausweg. Moment mal, was passiert denn? So viele Möglichkeiten. Mein Kopf überschlägt sich gerade. Ich musste einen anderen Ausgang finden. Ja. Was passiert denn, wenn wir jetzt das hier machen? Ist da irgendwas anders? Nein. Der Ausgang ist ein Fernseher. Keine Ladung. Ja, dann müssen wir den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Mit unserem Harry Potter Zauberstab. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere.
Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Verstehe. Schuhkarton. Aha, wir können, also der Schuhkarton ist unser Lager. Oh Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, nee, geht's ja nicht weiter. Hoffe ich mal, dass wir bald auch eine Waffe bekommen. Wo sind wir denn hier? Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Ist das New York? Das ist New York. Wir sind in New York! Oh, der Diner. Das ist ja krass. Wir sind in New York, Leute. Oh. Hallo? Alan Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben einen tollen... Die Verbindung. Hallo? Hallo? Initiation 2. Der Mann hatte Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Moment mal, Caldera Street Station. Wollte nicht Nightingale dahin? Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter, oder? Der dunkle Ort ließ mich hier nicht durch. Das haben die aber auch cool gemacht mit dem... mit der Barriere. Da haben wir die nächste Barriere. Aber hier muss es doch... wir sind in New York. Hier muss doch irgendwo Waffen geben. Können wir doch nicht erzählen, dass es in New York keine Waffen gibt? Na gut, das ist Alan Wakes Geschichte. Es wäre nicht schlecht, wenn wir eine Karte hätten, ey. Moment mal, ich glaube, wir gehen mal durch die Gasse da.
Na. Lass mich raten, da kommt Schattengeist raus. Wir sind in New York, ey. Das ist ja mal krass. Scheiße. Die Schatten flirrten, als hielte sich dort jemand auf. Doch da war niemand. So sollte es auch bleiben. So sollte es auch bleiben. Okay, also ich weiß, dass es in diese Richtung hier weitergeht, aber... Holy smokes. Das ist ja mal... Also ich komme aus dem Staunen nicht raus, Leute. Ich komme aus dem Staunen einfach nicht raus. Das Caldera Street Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Die Lampe. Hier oben. Meine Lampe hatte keine Energie. Ich musste ein Licht für sie finden. Da blinkt irgendwas. Es ist irgendwie wie in einem Albtraum. Oh nein. Vor mir am Ende der Gasse war ein Licht. Oh Mann. Ich habe das wohl noch nicht so richtig verinnerlicht. Stand es so auf der Seite geschrieben? Was zur Hölle? Oh, hey. Sie waren bei Door Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals! Ich hoffe, unser Held Casey. Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse staunen bin. Er hat mich wieder und wieder umgebracht. Sie werden es nicht bekommen.
Sie glauben, sie wissen etwas. Sie wissen gar nichts. Und das wollen sie auch nicht. Sie bekommen, was sie verdienen. Nein. Warum muss es Alex Casey sein? Die Pistole. Yes. Dies war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detectives. Oh Mann. Ich besaß nun Licht. Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. Weitere Hinweise. Das sind diese gelben Pfeile. Code of the World. Oh Mann, oh Mann. Richte deine Taschenlampe auf die Spirale. Da war etwas versteckt. Das Licht wird. Ich hatte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Waren sie von mir? Worte der Macht können verwendet werden, um Weg zu stärken. Turmraum zuweisen. Worte der Besessenen. Wellness-Oase erhöht die maximale Gesundheit. Den Lichtzufluss wieder gewinnt Gesundheit. Ich würde sagen, wir gehen für die maximale Gesundheit. Das war's schon. Ich bin out. Was sind wir denn hier? Wieder Notunstelle. Moment mal. Wir rennen hier im Kreis, oder? Ja. Komisch. Moment mal. Die Gasse war jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Ich hoffe mal. Okay. Gassen von New York. Ist schon verdammt gut gemacht, ne? Sie wollten mich aufhalten. Ich konnte mich mit Pistole und Taschenlampe wehren. Die Taschenlampe erfüllte ihren Zweck. Ich konnte den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Weitergehen! Gezielt.
Jetzt hat sich der kleine Spaziergang doch gelohnt. Ab zur U-Bahn. Ich musste ein Licht finden, um tiefer vorzudringen. No cash and booth. Wir müssen ein Licht finden. Jawohl, Batterien. Batterien brauchen wir. Tja, das heißt, das müssen wir wieder zurück, oder was? Das machen dann. Ja. Genau deswegen. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, wie wir das hier anstellen. Aber na gut, Leute, nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause. Wie dem auch sei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr es bis dato durchgehalten habt. Dann lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Wahnsinn. Ciao. Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut.